Hallo und willkommen zurück zu Dracula 4 Shadow of the Dragon. Wir sind gerade dabei, oder wir haben jetzt den nächsten Auftrag, das Grab, das Vambery Familiengrab zu finden und zu besuchen. Und da Hinweise zu finden. Wir haben festgestellt, dass eine dieser Statuen hier oben auf dem Haus fehlt. It's too high. Okay, und da könnten wir hochgehen. Deswegen suchen wir jetzt am besten mal irgendwas wie eine Leiter oder ein Seil. Ich denke mal, da oben geht's zum Friedhof. Da wollen wir nicht hin. Oh, eine Gartenschere. Klar, nehmen wir immer mit. Nehmen wir auch die Leiter mit. Ich dachte, ich hätte hier eine Hake, die ich mitnehmen könnte. Ah, den Eimer darf ich anscheinend nicht mitnehmen. Okay, dann gehen wir zurück hierher und schauen, ob wir damit mit der Leiter hochkommen. Benutze die Leiter damit. Ah. Und jetzt mutig sein. Ich hoffe, du hast keine Höhenangst, Ellen. I can't remove the ivy with my bare hands. Ah, okay. Da ist Efeu gewachsen und wir müssen es wegschneiden. Schneiden wir es weg. Hallo Statue. Was haben wir denn hier? Was steht denn hier? Sapienta, also die siebte? Oh. Ein Schlüssel. Wunderbar, und 3 Gummipunkte für meinen Abschlussbericht. Ja, für mein Zeugnis am Ende. Tja, jetzt habe ich die Statue umgedreht und nichts, sofort umgedreht. Oh, und jetzt kann ich gar nicht mehr hochgehen. Okay, gut genug für mich. Ja, macht Sinn. Macht Sinn, was haben wir denn jetzt hier? Einen Schlüssel. Das sieht doch schon mal gut aus. Ein Standardschlüssel. Dann auf zum Friedhof. Auf geht's. Ah, ein Schloss, wie passend. Und ich habe den Schlüssel schon ausgewählt. Oh, na dann müssen wir wohl ein bisschen nachhelfen mit einem kleinen Gleitmittel hier. Schauen wir mal, ob wir das Schloss wieder in Ordnung bekommen. Ah, das war auf jeden Fall schon mal richtig. Und weiter geht's. Yeah! Auf geht's. Porter? Nein, Porter ist nicht das Richtige. Da hinten vielleicht. Steht da Vambery drauf? Ich darf nichts übersehen. Gilson. Okay. War das hier? Ja, das war hier. Porter? Ich glaube, das da hinten sieht vielversprechender aus. Ah, Vanberger. I can't remove the ivy with my bare hands. Okay, du hast eine Gartenschere. The tomb of the professor's parents. Maybe the epitaph he was monitoring is inside the tomb. Richtig, der Spruch auf Lateinisch, dessen Bedeutung ich leider schon ein bisschen vergessen habe. Adams, das heißt, wir müssen wieder ein bisschen Efeu wegschneiden. Hier war seit Jahren keiner mehr drin. Ups, das wollte ich nicht. I need the key. Oh, okay. Der Schlüssel vielleicht? Der Schlüssel, tatsächlich. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass der gleiche Schlüssel, der hier das Tor öffnet. Auch, der steckte bereits, der Schlüssel. Na, wie auch immer, was auch immer. Will ich mich nicht weiter mit abhalten. Das ist doch die Inschrift, die wir gesehen haben. This is definitely the engraving I saw on the surveillance cameras. Ganz genau. Und das doch. Had a good reason for monitoring this spot. Vor allem mit dem Efeu vor der Tür. Efeu wächst ja nun auch nicht so schnell. Ja, da ist die Kamera. Über einen Sommer vielleicht. Es wäre bestimmt genug, damit die Tür zuwächst, aber trotzdem. Der musste ja an irgendeinen Stromkreislauf angeschlossen haben, die Kamera, und sich eine Menge Arbeit gemacht haben damit. So, oh, hier haben wir irgendwas. It's too hard. I'll never make it. Was? Wieso bist du so verzweifelt? It's too hard. I'll never make it. Das klingt sehr verzweifelt. Bist du krank? Nein, dir geht's noch halbwegs okay, dir geht's noch gut. Wir haben hier immer noch diese verschlüsselte Nachricht, wir haben ein Feuerzeug, wir haben Kleber, wir haben ein Messer, wir haben eine Taschenlampe. Und das da sieht sehr nach einem Rätsel aus. Oh, definitiv. Ein Rätsel. Ich denke mal, wir müssen mal gucken, was wir überhaupt machen können, bevor ich sage, was wir müssen. Ah. Okay. Die scheinen aber immer nur die jeweiligen Sachen hier zu beeinflussen. Was haben wir hier? Oh. Damit kann ich zwischen den Kreisen tauschen. Okay, das macht Sinn dann. Dann muss ich also auf jedem Kreis ein Symbol fertigen. Oh mein Gott. Das kann ja eine Weile dauern.
Vor allem will ich ja dann auch das richtige Symbol da anfertigen. Das könnte sogar eine richtige Zeit dauern. Oh, das war vielleicht ungünstig. Drücken wir hier mal. Ah, das sieht nicht gut aus. Schauen wir mal, ob das mehr bringt. Auch nicht. Ups. Oh ja, das könnte eine Weile dauern. Definitiv, auf alle Fälle. Das wird eine Weile dauern. Schauen wir mal, ob das... das dauert eine Weile. Ich muss wahrscheinlich nur oben ein Symbol fertig machen. Jetzt habe ich auch tausendmal gesagt, es dauert eine Weile. Dann lass uns nochmal kurz rausgehen oder gucken. Es muss einen Hinweis darauf geben, welches dieser drei Symbole ich auf dem oberen anbringen soll, anhand des Grabes wahrscheinlich. The tomb of the professor's parent. Nee, also hier sehe ich kein spezielles Muster. Dann gehen wir doch nochmal rein. Sehe ich hier irgendwo ein spezielles Muster? Nee. It's too hard. I'll never make it. Das finde ich übrigens extrem komisch, was so immer das bedeutet. Lass uns mal das Messer in die Hand nehmen. It's too hard. I'll never make it. Ich dachte kurz, ich könnte diese Steinplatte vielleicht hochheben oder so. Aber anscheinend nicht. Und ich sehe hier tatsächlich kein Symbol. Vielleicht bin ich aber auch blind. Weil hier sind ja drei Sachen. Also ich könnte entweder das Blaue nach oben... Ich bringe das Blaue nach oben. Das klingt doch mal nach einer guten Methode, oder? Das Blaue nach oben. Machen wir. Hierhin. Warum nicht? Fangen wir erstmal ein bisschen halbblind und tun einfach die Dinger nach oben und schauen dann an, wie wir sie ordnen am Ende. So, das... Drehen wir hier nochmal zwei weiter und holen alle von denen nach da. Und dann können wir ja gucken, welches wohin kommt. Und dann machen wir oben einen blauen Kreis und dann ist es das vielleicht schon gewesen. Also die zwei sehen schon mal so aus, als würden sie zusammengehören. Das heißt, wir müssen jetzt das finden, was rechts davon hinkommt. Was hier so ungefähr so weitergeht. Und dann schieben wir doch mal durch. Ich weiß ja, wie es aussehen muss. So muss es aussehen ungefähr. So, das würde wahrscheinlich hierzu passen. Das heißt, wir tun jetzt dieses Ding nach da. Dieses Ding nach da. Und dann müssen wir das nach hier kurz auslagern und gucken, ob das passt. Nee, das passt überhaupt nicht. Das passt kein bisschen. Das passt so viel zu dieser Theorie. So viel zu dieser Theorie. Auf alle Fälle... Oh. Na, das sieht blau aus. Vielleicht muss das Blaue auch nach da. Und, kann ich hier irgendwie erkennen, welches wohin muss? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Rätsel. So, wenn es das da nicht war... Dann wird es vielleicht das hier sein. Gut, jetzt bin ich total komplett am Raten, um ehrlich zu sein. Die passen auf jeden Fall auch schon mal zusammen. Das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Die beiden. Ich muss etwas finden. Ich mache hiermit weiter. Komm, ich mache hiermit weiter. Ich muss etwas finden, was dahin passt. Das könnte vielleicht sogar das hier sein. Also tun wir das hier mal nach da. Und dann müssen wir diesen Punkt hier, wo ist er? Da, diesen, das hier. Nach da auslagern und dann schauen wir mal. Ja, das passt. Wunderbar. Dann schauen wir mal, wie das aussieht, wenn ich das da dahin tue. Das sieht schlecht aus. Das passt aber hierzu. Das ist schon mal gar nicht mal schlecht. Das ist gar nicht mal schlecht. Das heißt dann wahrscheinlich, dass das hier... da dazwischen muss. Was ich vielleicht am besten erreiche, indem ich die beiden wegräume, das hier verdrehe, das da rein tue und hierhin zurück tue. Na, das passt nicht wirklich. Nein, das passt nicht wirklich. Sorry. Dann drehen wir den eins weiter und schauen nach dem Ding hier, ob das da dahin passt. Und zwar nicht hier,
Nein. Sondern, ah, auch nicht hier. Okay, schau mal, ob vielleicht dieses hier dahin passt. Nein. Kein Stück. Dann bleibt ja eigentlich nur noch das Gerät. Upsala, was mache ich hier gerade? Gucken wir mal, ob das dahin geht. Nee. Und hierhin? Nee. Hm, da stehe ich doch vor einem kleinen Mysterium oder was auch immer, wie man das nennen soll. Ich weiß jetzt nicht, welches von denen dahin kommt. Weil egal, welches ich von denen hier nehme. Nein. 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 Am ehesten. Gucken wir mal nach dem da. Nein. Ehesten wäre vielleicht so eins. Oder aber das hier. Aber das ist auch kein 100% Treffer. Das passt nicht wirklich hier dazu. Das passt eigentlich sogar gar nicht da dazu. Von daher muss ich mal schauen, wie das geht. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe eine Weile geklickt und habe festgestellt, dass hier man diese Verbindung fortsetzen muss in die Kreise hinein. Und ich bin jetzt, denke ich, kurz davor, das komplett zu haben. Denn ich muss nur noch den oberen Kreis fertig machen. Und dazu suche ich jetzt etwas, was sich hier so fortsetzt nach da oben. Und dazu muss ich nur hier so ein bisschen durchklicken, um zu gucken, das Ding. Ich suche das Ding. Das heißt, das werden wir jetzt da unten zwischenspeichern und hier zurückholen. Und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, was ich gerade gemacht habe. Nehmen wir mal das da. Nee, das macht auch keinen Sinn. Also, wie gesagt, ich bin kurz vor dem Durchbruch. Ja, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Jetzt tun wir das wieder da unten hin, damit ist das wieder komplett und wir können wieder von vorne anfangen. Jetzt brauche ich etwas, was hier so weitergeht. Hier so weitergeht. Das da geht da so weiter. Das da allerdings auch. Wir nehmen mal das da. Nein, nicht das da, das da. Bisschen Perspektivprobleme habe ich mit dem Ding. Ja, das passt. Wunderbar. Dann tun wir das wieder da oben rein. Und dann sind wir doch schon fast fertig. Weil wenn das hier... Ich muss wahrscheinlich nur noch... was muss ich jetzt machen? Ich muss irgendetwas vertauschen bestimmt. Mal schauen. Die obere Seite muss gerade sein. Das heißt, das Ding hier ist falsch. Höchstwahrscheinlich. Die obere Seite ist in der Regel gerade. Vielleicht ist sie aber auch spitz in diesem Fall. Das heißt, ich müsste das Ding da einsetzen dann doch. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Wenn ich das da rein tue, das funktioniert gar nicht. Wenn ich das hier rein tue, das funktioniert wunderbar. Das funktioniert wunderbar. Und das funktioniert wunderbar. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt habe ich es. Ich bin da manchmal ein bisschen langsam. Dann schauen wir mal, was passiert. Oh ja, das war's auf jeden Fall, oder? Komm. Ja. Gut, ich bin jetzt endlich ein Laiendetektiv. Wunderschön. I need something to get down there. Okay, was haben wir denn in unserem Inventar? Nichts haben wir in unserem Inventar. Das ist schlecht. It's too hard. Vielleicht sollte ich die Leiter mir wiederholen. Ja, ich hole mir mal die Leiter. Oder ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Collins, okay. Hier muss es doch irgendetwas geben, was ich benutzen kann. Da liegt Andrew. Ich will ja jetzt nicht nochmal so lange hier überlegen. Was haben wir hier? Dawkins. Okay. Nicht schlecht. Tja. Collins. Ja, und immer noch das Adams. Die Adams Family liegt hier in diesem Mausoleum. Ja, das hatten wir schon. Ich würde ja gern etwas des Efeus nehmen, um mich da hinabzuseilen. I need something to get down there. Aber das wird wohl nichts. Nee, das wird wohl nichts. Kein Efeu für mich, kein Efeu für Ellen. Ich bin ein bisschen verwirrt, was das hier angeht. Dass sie da irgendetwas nie schaffen wird, kann ich gar nicht verstehen. Dann gehen wir doch nochmal zurück zum Haus. Vielleicht kann ich die Leiter mitnehmen. Vielleicht finde ich auch hier noch etwas. Ja, ein paar weitere Gartengeräte vielleicht, aber sonst nicht viel. Gib mir die Leiter zurück. Ist überhaupt eine Überraschung, dass Ellen diese Leiter schleppen konnte. Die sieht schon sehr schwer aus. Ja, vor allem Holzleitern sind nochmal eine gute Ecke schwerer als...
Eine Metallstange! Ich wusste doch, ich habe was übersehen. Holzleitern sind bestimmt eine gute Ecke schwerer als Metall-Alu-Leitern. Der gleichen Größe. So, also ich habe tatsächlich ein paar Sachen übersehen, wie diese Metallstange. Das heißt, das ist ein... Oh, eignet sich gut als Hebel. Dann weiß ich ja, was ich machen soll. Sie schafft es nicht, das hier hochzuheben? Dann nehmen wir die Metallstange. Komm. Oh, super. Was haben wir hier? Eine Strickleiter und einen Eispickel. Oh, hallo, Eispickel. Wir haben eine Waffe gefunden. Wunderbar. Dann nehmen wir die Strickleiter und hinab geht's. Komm. Oh, gruselig. Die haben sich nicht mal... Die haben nicht mal die Toten ordentlich weggeräumt hier. Was haben wir denn hier? Ah. Ein Fischchen. Und eine Muschel. Oder sowas. Ach, das sind drei Türen. Das sind drei Türen mit Symbolen über dem Ding. Okay. Das sieht am interessantesten aus. Dann haben wir da bestimmt ein Rätsel. Das ist die Strickleiter. Da kommt... Ach, das hättest du doch auch springen können, Ellen. Ich habe einen Knochen gefunden. Eieiei. Hoffentlich ist es der Knochen eines Heiligen. Eine Steinschlange? Ah, Steinschlange. Die Whitby-Steinschlange sind... Steinschlange sind typisch für die Region. Es sind Ammoniter, aus denen Schlangenköpfe geschnitzt wurden. Sie sind eine Anspielung auf den Mythos der heiligen Hilda. Nach der Legende verwandelt sie die Schlangen in Steine. Okay, das ist eine gute Kraft, das ist eine gute Power zu haben. Ein Terrakotta-Topf. Okay, also etwas relativ Neues. Ah, noch eine Steinschlange. Dann suchen wir weiter nach Steinschlangen. Das ist jetzt mein neues Ziel. Ich will alle Steinschlangen finden. Wo haben wir noch eine Steinschlange da hinten? Nee. Hier. Steinschlange, wunderbar. Drei Stück, drei Türen, drei Steinschlangen. Das klingt doch eigentlich gut. Vor allem, weil diese Steinschlangen hier auf den Symbolen sind. Dann nehmen wir das mittlere Türchen und gucken uns das an. Doppelfisch und normaler Fisch. Und in der Mitte eine Steinschlange. Mal sehen, was das Rätsel ist. Oh, das sieht doch wieder fürchterlich aus. Also, wie war das? Doppelfisch, Fisch, Steinschlange, Doppelfisch. Muss ich das jetzt hier irgendwie rekonstruieren? Hier haben wir auf jeden Fall zwei Fischchen drauf. Haben wir denn ein Symbol? Wo ist denn der Fisch? Außen. Das ist der Fisch. Außen. Was habe ich hier gerade... Ach, ich kann die drehen. Okay. Ich kann die drehen. Ich habe schon gedacht, ich muss hier irgendwie... Was ist denn... Wofür sind die Dinger? Kann ich hier irgendwie die Steinschlangen benutzen? Auf den Teilen hier vielleicht. Nee. Na, dann drehen wir hier mal dran rum. Fisch. Steinschlange. Oh, da ist eine Steinschlange jetzt drauf. Perfekt. Und was war Doppelfisch? Da ist der Doppelfisch. Der hat bestimmt auch einen echten Namen. Wenn er es überhaupt ist. Wenn er es überhaupt ist. Das da könnte er auch sein. Komm. Geh auf, böse Tür. Nee, das ist es dann wohl nicht. Das habe ich dann wohl falsch gemacht. Was haben wir denn hier? Fisch, Steinschlange, Doppelfisch. Ja? Nach unten. Das ist ein Fisch, ein Doppelfisch nach unten. Ja, dem würde ich zustimmen. Oh. Ist die da eine Steinschlange drauf? Also wir müssen die überall drauflegen. Komm. Jetzt haben wir überall die Steinschlangen. Die Musik hat sich doch gerade geändert, oder? Oh, gruselige Musik. Ja, mein Gedanke ist, ich muss, um die Tür zu öffnen, muss ich die Teile so einstellen, wie sie auf den Türen stehen. Wofür ich das hier in der Mitte brauche, weiß ich allerdings nicht. Und, müssen wir mal gucken, ob ich das richtig mache. Also, es gibt ja auch hier diese Symbole. Schauen wir doch vielleicht erstmal nach dem linken. Da sind ja nur zwei Symbole drauf. Muss ich die alle gleichzeitig so einstellen? Das geht ja nicht. Dazu ist das Rätsel zu simpel. Weil, wenn ich das hier oben verstelle, verstelle ich ja quasi alles.
Drücken wir einfach jedes Mal. Ich gehe einfach mal alle hier durch oder Großteil. Und drück dann immer schön die Mitte, was nichts bringt. Ich mache es wahrscheinlich noch falsch. Doch was genau mache ich falsch? Fisch mit Loch hier hinten und Steinschlange. Du bist das Ding. Steinschlange in Klammern. Was ist, wenn ich das Teil nach rechts schiebe? Steinschlange in Klammern. Dann müsste ich hier innen drin im Prinzip sowas wie nichts haben, oder? Verwirrung ist groß. Verwirrung ist groß. Da muss ich dann auch nochmal nachdenken. Bis gleich. Ich habe nicht allzu lange drüber nachgedacht, denn ich bin einfach ein bisschen dämlich. Ich kann ja auch das hier benutzen. Da ist schon eine Steinschlange drin und ein halber Fisch. Dann muss ich nur noch den passenden Fisch hier finden, der das fertig macht, der das komplementiert. So nämlich, ganz genau. Ich muss ja nicht nur die Steinschlange hier nehmen. Ich kann ja auch eine Kombination machen. Was mir hätte gesagt werden oder was mir hätte klar werden können anhand dieses Symbols. Denn das kann ich ja nicht aus drei erstellen. Das muss ich ja. Oder beziehungsweise kann ich nur aus drei erstellen, wenn ein Teil davon auf zwei verteilt ist. Was auch immer. Ossuary. The cemetery must have been built on an old Celtic burial ground. Okay. Kriege ich dafür jetzt irgendwas? An ossuary. An ossuary. Ja, ich will hier was aufheben. Ich will eine Belohnung. Verstehst du mich nicht? Dann machen wir hiermit weiter. Okay. Kleiner, Steinschlange, größer. Mit Dreck in der Mitte. Kleiner, Steinschlange, größer. Okay. Sowas haben wir doch schon hier. Mal schauen. Muss ich das jetzt auch so aufbauen, wie es hier steht? Also, muss jetzt nach ganz rechts das größer mit Dreck in der Mitte. Ja. Hier die Steinschlange. Das würde ich jetzt aber für gegeben halten wahrscheinlich. Ja, mal schauen, ob ich hier einen davon habe. Ja, das hat funktioniert. Wunderbar. Her damit. Oh, Grab. Oh nein! Eine Schlange! I hate snakes. Ich auch. I'll have to find a way to bring it under control. Was? Sie ist doch so klein. Stell dich jetzt so an. Dafür haben wir das Ding. Oder das Messer. I'll have to find a way to bring it under control. Okay, Messer funktioniert nicht. Na, dann machen wir das doch so. Topf drauf. Wir haben ein antikes Fläschchen mit Öl gefunden. I can't grab a strip of cloth. I'll have to cut it. Okay, dafür haben wir ein Messer. Wunderbar, jetzt haben wir einen Streifen Stoff gefunden. Gut, viel mehr. Ich will jetzt, das kriege ich nicht mehr. Die Schlange kommt dann nie wieder raus. Arme Schlange, dann schauen wir uns das Ding nochmal an. Fischchen mit gebrochenem Schwanz und eine Steinschlange. Mal schauen. Fischchen mit gebrochenem Schwanz. Das könnten wir das hier benutzen zum Beispiel. Ja, wobei eher das da. Wie sieht das Fischchen aus? Zeig mir das Fischchen nochmal. Das sieht aus wie ein Quadrat. Im Prinzip. Also das ist schon gar nicht schlecht. So. Dann müssen wir jetzt weitermachen mit einem gebrochenen Schwanz. Sowas hier. Ja, da muss ich außen nochmal gucken. Das halte ich für nicht ganz richtig. Das ist kein gebrochener Schwanz mehr. Hatte ich nicht eben noch einen gebrochenen Schwanz da? Wunderbar. Nächstes. Oh, das ist ein ganzer Gang. Ja, ich habe doch Licht. Ich habe doch meinen Blitz. Oh, great. I need something else to light my way. Otherwise, I won't be able to explore this tomb gallery. Nein! Ich bin blind. Meine Lampe ist kaputt. Meine Güte. Okay. Wir haben einen Knochen. Wir haben einen Streifen Stoff. Wir haben Kleber, wir haben Feuerzeug. Und wir haben Öl. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Wir haben gerade eine nicht angezündete Fackel
erschaffen. Sie muss noch in eine zündbare Substanz gedrängt werden, wie antikes Öl. Wir vernichten hier unglaublich teure Sachen. Und da haben wir eine angezündete Fackel. Hinein mit dir, Ellen. Hinein. Sei mutig. Wir haben unbezahlbare Artefakte vernichtet. Oh. Eine Inschrift. Und ein Rätsel. Oh Gott. Natürlich ein Rätsel. Das ist ein Adventure-Spiel. Kann ich tiefer hier rein? Ach, da komme ich her. Okay. Ja. Gut, gut, gut. Ich weiß, wo es lang geht. Ich bin doch hier ein Profi. Lass mich. Wo geht's lang? Scheiße. Ja, schauen wir uns das Teil an. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hm. Oh. Okay. Fackel aufgehangen. A vault. I'm sure that Vanbury monitored the inside of this room from his office. Okay, aber das da interessiert mich doch noch am meisten. IHS, ein weiterer lateinischer Spruch. Vade retro satana. Vanbury wanted to protect himself. Vor dem Teufel? Hm. IHS. Also ich weiß leider nicht genau. Gucken wir uns das Ding erstmal an. Was haben wir hier? Was kann ich hier tun? It looks like something's missing. Okay. Was haben wir gefunden? Hm. Etwas fehlt. Kann ich das da benutzen? It looks like something's missing. Nee. It looks like something's missing. It looks like something's missing. Ja, 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 ich weiß, ich verstehe, ich kann das nachvollziehen, Ellen. Etwas fehlt. Habe ich etwas übersehen hier vorne vielleicht? Das kommt mir wahrscheinlich vor. Das mittlere Grab hatte ja absolut gar nichts. Da war nichts drin. Das ist ein bisschen eigenartig gewesen. Für meinen Geschmack. Hier habe ich eine Menge rausbekommen. Also mach mal das mittlere Grab nochmal auf. Wie war das? Fischchen. Und ja, ja, das kriegen wir hin. Wo ist der Fisch? Fischchen. Das da. Und hier müssen wir gucken. Das da. Ganz genau. So. Dann benutzen wir den Eispickel. Hm. Oder auch nicht. Die beiden kann ich nicht verbinden. Genauso wenig wie die da. Oh. Hm. Was kann da fehlen? Okay. Schauen wir nochmal. Was? Ach so, ich weiß wieder. Fisch mit kaputtem Schwanz und Muschel. Schlange, meine ich. Ich denke immer, das wäre so eine Seekreatur hier. So. Das da ist es nicht. Das ist es. Und hier ziehen wir das da rein. Das ist mal ein Rätsel nach meinem Geschmack. Das kann ich sogar nachvollziehen, so halbwegs. Das kommt mir relativ okay vor. So, kann ich hier irgendwelche Wurzeln einsammeln? Weil wo ist der Punkt davon, dass ich hier einen Zwischengang habe? Ja? Warum ist hier ein Zwischenschritt? Warum kann ich nicht direkt vor diese Tür mit einem Klick, wenn es hier nichts zu tun gibt? Ja, das ist mein Gedanke gerade. Wenn ich hier nichts machen kann? Hm. Gut, hier fehlt etwas. Dann benutzen wir einfach mal alles, was wir so haben. Den Kleber. It looks like something's missing. Die Taschenlampe. It looks like something's missing. Das ist jetzt ein letzter It looks like something's missing. Verzweiflungsversuch. Was sagt denn mein Tagebuch? Oh, gar nichts. Schlecht, schlecht, schlecht. Die Geheimnachricht. It looks like something's missing. Was haben wir hier eigentlich? It looks like something's missing. Hm. Da fehlt mir also etwas, was ich übersehen habe. Aber wir haben eine Weile gespielt. Ich denke, das reicht erstmal. Das denke ich mir nächstes Mal aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.